Moinsen Leute, und jetzt kommt zu Let's Play The Legend of Zelda, The Minish Cap, mitten im Oh fuck. Ich habe keine Fee. Nein! Ich befürchte, wir werden gleich sterben. Das ist sehr schlecht. Mitten im Chaos. Oh mein Gott. Ich habe eigentlich. Dafür habe ich nur 80 Muscheln bekommen. Wow, das war echt scheiße. Hier den Weg freigegraben und dann kam direkt Bim! Action-Gegner und ich habe gedacht, alles klar, vielleicht wäre es ja ganz cool, Leo, dann mal eben schnell auf Aufdrücken zu drücken, aufnehmen zu drücken. Hätte ja sein können, dass das was Relevantes fürs Spiel gewesen wäre, aber war dem wohl nicht so. Und dann habe ich jetzt wieder einen Anfall von Orientierung Toastbrot, aber ich denke, wir finden jetzt einen Weg, wo es weitergeht. Immerhin, wir haben die Maulwurfshandschuhe. Die haben wir dann letzten Endes durch ein bisschen Mogeln im letzten Part bekommen. Ich bin da einfach, kann ich auch nochmal für die, die frisch zugeschalten haben und nicht wissen, worum es ging. Ich habe hier kein Loch reingesprengt, weil ich gedacht habe, hier kommt auch mal irgendwann ein Schlüssel runtergeballert. Deswegen haben wir hier diesen Bodenmuster-Dingsi da. Und bin natürlich ja nicht weitergekommen, weil ich bräuchte die Handschuhe, um halt tatsächlich hier zu bestehen. Ich befürchte, ich hätte da noch einen Weg gehen können. Deswegen gehen wir diesen Weg jetzt noch ein drittes und für mich auch dann hoffentlich letztes Mal, weil ich habe es echt nicht mit Orientierung und genau umgucken und ich bin noch ein bisschen studerig. Ein bisschen sehr. Ja, ich bin ein Schussel. Ich stehe dazu. Wobei man sagen muss, dass jetzt hier auch nicht der Riesenumweg ist. Das geht ja recht flott vor, weil ich mich nicht mehr verwandeln muss und ich meine, da unten war nämlich noch ein Gang. Warum habe ich das nicht direkt gemacht? Ich bin so blöd manchmal. Ah. Oh nein, 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 nein. Ja, okay, wir dürfen jetzt normal hinlaufen. Dann ein viertes Mal, weil es so schön war. Blödes Wichsvieh. Ja gut, was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe ruhig. Da war eine Platte, willst du mich verarschen? Oh Mann! Ich sollte mir Spiele raussuchen, die ich richtig gut kann. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, welche Spiele das sind und ob es diese Spiele überhaupt gibt. Oh Mann! Das ist doch echt scheiße, obwohl Delicious läuft eigentlich ziemlich gut. Aber jetzt so ein richtig fettes Wimmelbitter würde ich, glaube ich, auch verkacken. Ha, leck mich am Arsch, wofür brauche ich Pegasus-Stiefel, wenn ich auch rollen kann? Nein! Das ist doch voll für Arsch. Und jetzt kommen die Rollen da wieder angerollt. Das war wohl wunderschön. Rollen, die angerollt kommen. So poetisch. Bitch, please, lass dich töten. Es gibt was auf die Pfoten. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Schon mal was davon gehört? Scheiß Grabscher. Meine Fresse! Das ist Amors Pfeil. Lass dich treffen. Oh, natürlich, sowas Geiles. Oh, ich würde schon sagen, ey, geh ich nicht. Lass dich betören von meinem Pfeil. Und wir sind voll, wir können wieder was kaufen. Shopping, ich liebe Shopping. Ja, jetzt kommen wir hier auch endlich weiter und jetzt sehe schon die ganzen Wobbelwixis. Kann ich eigentlich damit auch angreifen? Böse, böse, böse. Böse, böse, böse. Ich weiß nicht, ob ich mich hier noch mehr umgucken sollte, muss. Ich bin nicht so ein Fan vom Graben. Mein theoretisch könnte überall immer irgendetwas versteckt sein. Das war so klar. Jetzt kommen hier arschvoll Skelette. Tut mir nicht weh. Oh nein, nein, hört auf. Deswegen mag ich keine Untoten. Erstmal, weil sie mega eklig sind, dann weil sie böse sind und mir wehtun wollen. Und hauptsächlich, weil sie eklig sind. Oh nee, muss ich mich jetzt für links oder rechts entscheiden? Dann nehmen wir jetzt mal den rechten Weg. Das war sogar richtig. Jawohl, jetzt muss ich ehrlich gesagt nur wissen, wo der Endgegner ist. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Das hier hätten wir jetzt gegessen. Es gab bestimmt noch irgendeinen Weg, den ich mir freigraben musste, oder? Das wäre sehr schön, weil dann könnten wir den jetzt besiegen und dann hätten wir diesen Part mal richtig sinnvoll genutzt. Ich tippe jetzt mal so darauf, dass ich hier nach unten gehe. Ja, guck mal, dann holen wir uns jetzt erstmal hier diese mega geile Truhe. Mit diesem hässlichen Götzen. Stell dich nicht so an, Link. Kleine Pussy, sei ein bisschen stärker.
Oder markieren diese dunklen Flecken einfach nur, ja, hier Imba, Palimba. Da kriegst du keinen roten Kopf, wa? Ups. Und da ist ein Truhe, okay. Hallo, öffnen. Ah, immer nur diese scheiß Glücksfragmente. Gut, manchmal sind sie hilfreich. Für Sondersachen. Und okay, ich... Das finde ich... Ja, genau, wir kommen gar nicht weiter. Jetzt kommen wir weiter. Ich traue dem Brat noch nicht so. Okay, bitte lieber Gott oder wer auch immer. Lass mich hier nicht verkacken. Ich bekomme Pfeile und ich wollte... Ich habe gelesen, dass man euch mit einem Bumerang ein bisschen platt machen kann. Jawohl. Oh, komm her, mein Schatz. Ich liebe dich. Flasche. Flasche. Sehr schön. Ja, komm, dann hätten wir eigentlich alles. Obwohl, ich möchte ganz gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, ein paar Pfeile aufstocken. Und du gehst mir richtig auf den Sack. Bam. Heil mich mal. Ich habe leider nur eine Flasche. Pfeile, Pfeile. Jetzt weiß ich nicht, kriegen wir die Maulwurfshandschuhe zum Einsatz oder die Pfeile? Ich tendiere mal zu den Pfeilen, weil mit Maulwurfshandschuhen wusste ich nicht. Ach du Scheiße. Und ich muss auch noch als Minisch agieren. Ah, oh, das gefällt mir so gar nicht. Oh nee. Okay. Das Prinzip hatten wir ja schon mal Entschuldigung, öfters. Das war bei Wind Waker, das war bei King Bongo Bongo oder... Doch, Bongo Bongo hieß der, ne? Öffne deine Hand, Schätzchen. Willst du mich verarschen jetzt wie die andere? Ach so, die muss ich dann hauen. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre... Okay, nee, die müsste ich auch noch hauen. Ich verwette meinen Arsch. Jetzt muss ich als Minisch da rein. Das haben die Minisch wahrscheinlich auch für uns Menschen gebaut und das will uns töten. Okay, das muss ich einfach kaputt kloppen. Oh, und ich sehe schon, das muss ich dann... Schade. Wohl mit Graben. Lass mich bitte erstmal mich größer machen, ja? Dann kannst du mir gerne auf den Sack gehen. Vorher ist es. Naja, vorher. Ist ja noch größer als ich. Da ist es sowieso nie fair. Komplett getroffen. Und genau, ich. In deine Arme, mein Schatz. Oh mein Gott, hör auf. Lieb. Sei lieb. Sehr schön. Okay, ich kann durch die Hände, das fand ich ja cool. Das Problem ist aber auch nur, ich habe jetzt hier wahrscheinlich auch nur so eine ganz knappe Kiste an Zeit. Welche ist denn das jetzt? Ah, ich habe instinktiv die richtige genommen. Cool. Ach, scheiße. Das ist aber mega scheiße hier. Also ich finde das schon cool im Sinne von, der Gegner weist echt Variationen auf. Erstmal benutze ich zwei neue Items statt nur eins. Zweitens nicht nur als normaler Link, sondern auch als Minish-Link. Gut ist es irgendwo Endgegner-Recycling. Das hatten wir echt schon. Das hatten mit den Händen, das ist echt kein neues Feature. Wo bin ich? Nein! Ich hab nicht so viel Zeit, Link. Gib Kit. Was tust du? Alter, back das bei mir rum. Rollen. Ganz schnell. Schnell. Wackelt er schon? Oh mein Gott. Ha. Ha, ich hab nicht so viel Zeit. Hier. Wunderbar. Geil, ich hab ihn besiegt. Weiß aber ehrlich gesagt nicht allzu so... Mega krass schwer. Jetzt bin ich auf einmal groß. Ja, ist klar, ne? Bitte, liebe Minish, macht nichts mehr für uns Menschen. Echt, entwickelt da gar nichts mehr. Oh je! Herzcontainer, geil. Ein Vogel, wie süß. Mehrere Vögel. Oh. Ihr erinnert mich so ultra krass. Ein Terranigma im Sanktum. Was steht da? Ansehen. Wir sind das Volk des Windes. Seit langem leben wir mit dem Wind. Nun haben wir dieses vollbracht. Es ist ein Gegenstand, mit dem du von hier zum Himmel fliegen kannst. Willst du später unsere Kräfte nutzen, spiele das Instrument, das der Vogel dir überbringen wird. Dann öffnet sich ein Weg.
Eine Ocarina. Die Ocarina des Windes. Das finde ich cool. Was ist denn das? Hier ist ja gar kein Element. Es sieht so aus, als hätten wir früher das Volk des Windes gelebt. Ah, offenbar flogen sie mit den Elementen hoch zum Himmel. Da kann man wohl nichts machen. Lass uns hier weggehen. Toll, ich habe mir also den Arsch umsonst aufgerissen. Na, wir fanden zwar kein Element, aber wenigstens einen Hinweis. Mithilfe der Ocarina des Windes werden wir neue Wege öffnen. Suchen wir nun das nächste Element. Also ich finde ja... Ah, die Melodie kenne ich. Hoppla! Oh, wie praktisch, ich kann mich jetzt hin und her teleportieren. Das Blöde ist nur, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin müssen. Deswegen erstmal nach Hyrule. Ja, möchte ich ganz gerne. Dankeschön. Aha, dieses rätselhafte Male überall. Das sind Wegweiser für die Vögel, die den Besitzer der Ocarina tragen. Das heißt, der Vogel trägt uns zu den Windmalen, die wir kennen. Hast du das verstanden, Sof? Ja, habe ich, danke. Na, wenn du es ausprobierst, wirst du schon sehen, wie es funktioniert. Hab ich doch gerade gemacht. Meine Fresse, du hast Probleme. Ach, guck mal an, jetzt kommen wir hier rein. Konnten wir das vorher auch schon? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, aber da... Ach nee, ich kann ja noch gar nicht weiter mich aufrüsten da. Laboom, laboom. Ich habe gar keinen... Ah! Oh, ich glaube, ich weiß, wenn man gleich den Arsch versuchen wird. Wieder. Kein Element habe, kann ich ja mein Schwert nicht aufbessern. Dementsprechend kann ich auch nicht mehrere Links erschaffen. Was mich dann wiederum zu neuen Orten bringen könnte. Kann ich jetzt einfach... Richtig, ich habe dir alles zerstört. Fragmente vor allem, ja, sehr gerne. Können wir uns vereinbaren, Häschen? Können wir. Wow. Mit Haggard. Haggard. Hatte er nicht denn auch irgendwo... sein privates Dings hier, sein Ferienhaus, nenne ich es mal. Sollte da nicht auch irgendwo eine Fee sein? Ich denke, jetzt passiert etwas Gutes, sollte, aber wir gucken uns erstmal da oben an. Ob uns da nicht auch was Gutes ereilt? So wie seine teuren Masken da ein bisschen zerstört haben. In Majora's Mask gibt es genug Hagar. Da ist auch so ein Bürgermeister. Zwillinge. Seht ihr süß? Der Bürgermeister sammelt Masken und stellt auch selbst welche her. Okay, ich mag ihn nicht. In diesem Haus wohnt ein wichtiger Mensch, der Bürgermeister Haggard heißt er. Wow, dafür hab ich das hier freigeräumt, ehrlich. Ich meine, ihr seid mega süß, aber... Das war's dann auch schon. Ich hoffe, eure Eltern sind nicht Geschwister. Oh, die sehen aber echt so süß aus, die Minish. Ich mag die Minish. Ich hätte gern so einen kleinen Minish. Die finde ich echt mega putzig. Das wäre schön. So, jetzt muss ich mal schauen, was wir denn jetzt noch anstellen. Also wir müssten irgendwie, weiß ich auch nicht. Es fehlt ein bisschen an allen Ecken und Enden. Der Hund geht mir da auf den Sack. Bist du neu? Er sagt, ja, ich kann gar nicht fassen. Ich sage, ja. Toll, der Postbote ist schlau und ich habe hier so ein fucking Problem mit dem Drecksfieder. Der Hütte war ich auch schon. Da komme ich auch noch nicht rein. Sowohl als Mensch nicht, als auch als Minish. Das ist schlecht. Ich guck mal gerade, was der Laden so für mich hat. Da möchte ich nichts kaufen. Oh, das ist jetzt offen. Was ist das? Oh, das macht bestimmt Spaß. Ich will auch mal. Oh, ja. Aber ich möchte mit ihm mich vereinen. Haben wir. Bla, bla, bla. Mit dem Martin. Martin, hast du denn in der Schule überhaupt aufgepasst? Ah, da gibt's was Neues. Ach, dafür sind die Flecken auf dem Boden. Sie passen perfekt zusammen. Natürlich passiert was Gutes. Ups, doch, 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 ich wollte mich mit dir vereinen. Moment, ich habe auch das passende Fragment. Es tut mir leid, ich wollte Andrea. Ich wollte... Was sind das für tolle Namen? Martin, Andrea? Echt total dieselbe Namen. Na toll, da komme ich doch gar nicht hin. Da komme ich immer noch nicht hin. Warte mal, kann ich mich da freigraben? Dann wüsste ich vielleicht sogar, wo wir uns im nächsten Part aufhalten werden. Ich denke, ich werde hier noch munter ein paar Fragmente vereinen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß und wait.